Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir müssen jetzt hier hoch in das Donnerkiefergebiet, denn wir brauchen eine Donnerkiefer-Trophäe. Und ich hoffe, dass da nur ein Donnerkiefer auf uns lauert und nicht gerade zwei. Alter, das ist immer noch dunkel. Okay, das ist er schon, ne? Warte mal. Da ist ja am besten, nehmen das Ding da erstmal abzudödeln, ne? Aber kein Treffer. Doch, war ein Treffer. Okay, das war's mit dem Schleichen. Jetzt leider liegt die so nah bei ihm. So, warte mal. Bei Eisen sollte man natürlich auch erst, ehe wir das mit dem... Was ist das? Warum? Das ist so dumm. Warum? Was war denn das? Warum hat er das wieder fallen lassen? Ich verstehe es manchmal einfach auch nicht. Jetzt die Waffen komplett weit weg liegen. Ich weiß nicht mal wo. Da. Bisschen Damage haben wir gemacht. What the fuck? Ich mache mit denen fast genauso viel Damage. Das ist ja unfassbar. Das war's schon. Das ist deutlich einfacher als hier der Vogel. Deutlich einfacher. Quasi schon easy. Ist das schon easy? Zack hier, Donnerkiefer. Alles klar. So, Trophäe haben wir? Ja. Alter, wir brauchen einen Sackerl, ne? Bisschen jagen auch nochmal. So, okay, dann müssen wir zurück zur Jägerloge. Und dann tauschen wir die Sachen ein, oder was?
Easy peasy, easy peasy peasy. Dichter Kohlenrauch aus einem Dutzend Schmieden. Gut. Aus dem Weg, hier kommt der Oberjäger. Die Oberjägerin, Entschuldigung. Ja, ja, Leute, das ist, da muss man halt auch für gemacht sein, so gut zu sein wie ich. Da ist die Jägerloge. Macht Platz. Da hoch muss ich. Ach ja, da ist ja auch dieser Typ da. Assis ist auch nicht da. Vielleicht weiß Ligan, wo sie sind. Ligan? Wer ist Ligan? Ich habe die Nase voll von der Arbeit und von meiner Familie. Hast du Trophäen? Ich bewahre sie auf, bis der Sonnenhabicht kommt. Wo sind Assis und Talana? Rotschlund wurde gesichtet und Assis wollte ihn. Talana hörte es kurze Zeit später und folgte ihm. Sie gingen allein? Rotschlund. Assis ging ohne seine Drossel. Talana das wieder los. Ebenso. Aber ich sah, dass ein paar Fremde ihr folgten. Ich traue Assis einiges zu, wenn es darum geht, Rotschlund zu erlegen. Wohin sind sie gegangen? Ich muss helfen, wenn ich kann. Vielleicht hast du recht. Sie gingen nach Südosten, in Richtung der Speerschäfte. Beeil dich lieber. Nach Osten? Das ist für mich Süden, aber okay. Gehen wir hier hin. Es wird wieder hell, sehr gut. Warte mal, wo müssen wir hin? Hier. Rotschlund. Leute, es wird ernst. Also weiß ich nicht, aber... wird auf jeden Fall schlundig. Pfeile. Kannst aber auch nicht mehr. Ja, komm. Hast du gewonnen. Wenn dreimal nicht trifft, dann hat der Hase gewonnen. Dann bleibt er am Leben und freut sich seines NPC-Daseins. Warte mal, laufe ich überhaupt noch richtig? Was ist da? Warte mal, stopp. Wo muss ich hin? Bin doch richtig. Dürfen die dich entdecken, oder was? Wie viel hat Assis euch bezahlt? Das klingt nach ihr. Ich hab diese Dreckspfeile hier am Start. Die rennen ja nicht mal. Ich werde mal die Mannschaft anzünden hier. Mit Anfallen schießen die zurück. Oh, was ist das? Oh. Sammeln! Beweisen wir dem Sonnenkönig unseren Wert! Ihr kriegt jetzt erstmal richtige Pfeile ins Gesicht. Das müssen die Fremden sein, die Talana verfolgt sind. Anscheinend wird das ein paar Schläger. Alter! Du sollst mal schlagen. Alter, wie schlecht bin ich. Oh, auch kein Damage hier, die Scheißpfeile, ey, Mann. Ah.
Ja, wo ist denn hier noch einer? Da, den sieht man gar nicht. So. Ganz ehrlich, die loot ich auch nicht mehr, ne? Danke. Bitte. Ich hätte es wissen müssen. War eher Faili. Er würde alles tun, damit ich Rotschlund nicht bekomme. Sie starben für seinen Stolz. Wo ist Assis jetzt? Er verfolgt Rotschlund. Hier lang. Schnell! Warum verfolgt Assis Rotschlund allein? Na? Eitelkeit. Er will den Ruhm nicht mit seiner Drossel teilen. Erstmal einfrieren, Rotschlund. Auch er wollte Rotschlund. Ich habe leider nur noch drei Tränke. Das ist nicht viel. Jetzt hier zufällig viel. Für meinen Sackerl. Weißt du wahrscheinlich nicht. Was ist das Sackerl? Fragt sie mich. Und ich denke mir, was willst du? Du hast keine Ahnung von der Wildnis. Vom Sackerl. Und allen wichtigen Utensilien, die man hier in der Wildnis braucht. Keine Ahnung hast du, kleine Lady. Wir sind wild, wir sind entschlossen, wir sind krass drauf. Erstmal hier schön Eis. Das hebe ich mir für später auf. Schön Truthahn am Stiel. Ja, renn doch weiter. Ich weiß nicht, wo Assis und Rotschlund hingegangen sind. Ich kann Spuren lesen. Ah. Spur markieren. Hier entlang. Hier lang. Rotschlund zerstörte die Bäume. Ich fürchte, wir kommen zu spät. Bei Tarkas kam ich gerade noch rechtzeitig, um ihn sterben zu sehen. Da ist er. Rotschlund. Ach Gott. Das ist ja so lächerlich, Alter. Was ist das? Sie schlägt sich ziemlich gut. Ist das eine neue Maschine oder ist das eine, die wir kennen? Boing. Schlug sich ziemlich gut. Ja, wenn man da auch erstmal nur steht und zuguckt, anstatt einfach direkt mitzumachen, ist halt auch dumm. Tja, unsere Aufgabe steht vor uns. Erstmal wegeisen, das Viech. Ich weiß ja gar nicht, was das für ein Viech ist. Müsste erstmal Donnerkiefer, also doch. Hat er ja richtig viel Damage schon gekriegt. Wow, ich bin beeindruckt von Assis. Nicht, sondern er hat überhaupt nichts gemacht. Wie mir aus, wie es aussieht. Wow, erstmal hier so ein bisschen Waffen weglöten. Ist er natürlich sehr nah hier bei mir. Das ist meistens nicht so geil, wenn er sowas macht. Jetzt macht er irgendwie den Laser zu. Könnte das, könnten das die anderen auch? Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin mitten im Scheißdreck hier. Ihn geschwächt. Er schwang! Da rein würde ich schießen. Ja, genau. Da war doch was vor mir. Wie kann mich das treffen? Ach, Freunde. Ach, jetzt hatte ich den doch schon. Wo bin ich denn jetzt? Ach, nee. Das ist doch nervig. Diese
Sie sagt sie ja eigentlich mal Vorsicht, Scheibenwerfer. Heißt das, dass sie den Scheibenwerfer hat? Oder heißt das, ich soll den Scheibenwerfer abmachen? Was heißt denn das? Da ist noch einer. Momentan schießt er auf sie. Wie das aussieht. Wir haben ihn geschwächt. Er schwankt. Eben hatte ich so ein schönes Loch an der Seite offen. Da wollte ich mal reinschießen. Ist er eigentlich down oder was macht er? Nur noch ein kleines bisschen! Ja. Zack, da, easy! Bei der Sonne, geschafft! Kacke, das war eine Brennwurzel. Das war Rotschlund? Naja, gut. Davon hatten wir schon einige, nicht? Gib mir erstmal einen Loot hier. Hallo, meine Schöne. Wir sind ein gutes Team. Jetzt. Nein, ich habe alles gemacht. Sonnenhabicht. Stimmt wohl. Gibt's denn jetzt hier irgendwas Neues? Ne? Vor allem kann ich die Sachen wieder nicht aufnehmen, oder was? So ein Dreck. Ah, Gott. Moddies. Ich bin einfach voll. Tutti completti hier. Tja. Dann. Da heißt es wohl austauschen. Was haben wir denn da? Der hat 37er Feuer, 37er Schock und 40 Schadenspüle. Hier, die können wir dann weg. Schaden. 37er war das. Die lassen wir dann weg. Feuer, Schaden und was? Schock war das, ne? Schock. Haben wir auch. Brauchen wir auch nicht. 37er Feuer nehmen wir mit. 40 Schaden. 40 Schaden. Ja gut, dann können wir die hier austauschen. So, und die brauchen wir nicht. Okay, geht. Ist Aziz tot oder was? Wurde ja hier auch da irgendwo dagegen geschleudert. Der liegt hier oder was? Huck, huck. Talana, er lebt noch. Geh aus dem Weg. Nora, Abschaum. Du bist fertig. Die Loge ist endlich frei von deinem Einfluss. Ich hielt sie am Leben. In dunkler Zeit. Nein, du begrubst sie. Und das Andenken meines Vaters. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Schnauze gehalten, ja. Hätte ich dich doch kämpfen lassen. Gegen Rotschlund. Um ihn zu schwächen. Verdammt!
Tschüss, Aziz. War nicht so geil, dich kennengelernt zu haben. Hier liegt der Sonnenhabicht der Jägerloge. Irgendwie schade. Nach all dem trauerst du noch um ihn? Oh nein. Ich hätte nur gern sein Gesicht gesehen, wenn ich ihn beerbe. Okay. Komm zu mir in die Jägerloge, schon neue Kette ist, wenn du neu. Zeit hast. Was ist das? Ich glaube, der neue Sonnenhabicht will dich begrüßen. Ein Stück Knete oder was? So, was? Jetzt müssen wir wieder zurück in die Loge. Du gehst zu Fuß. Ich mache hier den geilen Reiseman. Geile Reisewoman. Sorry, ich denke immer, das ist fest. Selten tatsächlich, dass ich ein Spiel spiele, wo ein weiblicher Hauptcharakter ist. Aber langsam habe ich mich auch mit ihr identifiziert. Sie trägt meine DNA. Die DNA des Sackhals. Des heiligen Sackhals. Rutschen. Ja, einfach auch mal rutschen. Hier Treppe hochrutschen. Yeah. Geil. Muss mal Anlauf nehmen oder. Oi, Treppe hochrutschen hier. Das kann auch nur sie. Habe ich Brativin Khan Padish. Geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter die Knie Vater. Will ich haben. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Hey! Let me talk to you. Wer ist sie? Da. Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Denk du mal. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Bitte. Und? Wie ist das so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Na, danke. Was passiert jetzt in der Loge? Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen. Nicht nach Karja-Blut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. War's gut. Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speer. Habicht, Gravit, Habicht, Yusalin, Habicht, möge ihr. Was ist denn da los? Tja, danke, Aloy. Die Beute sei immer dein. Okay. Wir haben irgendwelche Kisten mal wieder gekriegt. Warte mal. Das ist ja auch ein Rotz mit den Kisten, das hatten wir letztes Mal auch schon festgestellt. Ja, ist gut. Ja, komm, ey, diese grüne Scheiße da immer. Ach Gott, ich kann nichts mehr nehmen, ich bin einfach wieder komplett voll einfach. Wir müssen Sachen verkaufen jetzt, wir müssen zu dem Händler jetzt, das hat ja gar keinen Sinn. Kann ich das hier machen zufällig? Hey, du bist jetzt eine Drossel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du der Fink. Es verändert sich viel. Inspirierend, das Talent. Hä? Ich habe dir schon alle. Okay, die hat nichts. Sliden. Geht auch hier sowas? Nee. Leute, ich muss Sachen verkaufen. Kannst du das? Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Nein. Fertig? Aber ich habe anderes Gefühl, das kannst du, Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Gar nichts, die sind alle leer. Fremde. Schon kann alle gefunden. Wo ist denn hier der normale Händler? Der war doch auch hier. Ich geh jetzt hier, der ist zu doof hier oben. Das ist die unübersichtlichste Stadt, die ich je gesehen habe. Ist einfach so. So, jetzt komm. Verkaufen, Freunde. Bin ich überall voll, ne? Ja. Erstmal Rohstoffe. So. Das weg.
Hier, weg. Müssen wir sie erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Fleisch natürlich nicht weg, ist wichtig. Hier, das kann auch weg. Hier, das kann weg. Hier ein paar Herzen. Sägezahn lesen. Alles, was so gleich ist. Plätze hat das nur gegeben. Ja. Alles nicht so einfach. Wir haben nicht mehr viel Reinholz. So, Mods. Ja, das wird jetzt schwierig, aber wir verkaufen jetzt einfach mal so die schlechteren. Hier von Schock. Brauche ich sowieso nicht so krass. Wir haben nur ein so ein Feuerschutzding, ne? Hiervon haben wir auch massig. So, jetzt haben wir wieder 20 Platz, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Gut, was machen wir jetzt, Freunde? Die Folge ist zu Ende, schon länger. Dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Ciao.